Bonjour, bonjour, na ist alles klar. Gestatten, ich bin Prudence Petit Pas. Mit meinem Kater mach ich Jagd auf böse Schurken aller Art. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Wenn du uns brauchst, sind wir schnell für dich da. Ich befrage, ich untersuche und verdächtige. Ich muss mich da einmischen, zum Ärger der drei Bechamels. Bonjour, bonjour, verehrter Herr Kommissar. In diesem Fall sind wir der Lösung schon nah. Und alle helfen mit, das war immer so, hier bei uns im Bouchon. Bonjour, bonjour, ist alles klar? Gestatten, ich bin Prudence Petit Pas. Mit meinem Kater mache ich Jagd. Ja, 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 ja. Ich glaube, da hat einer angebissen. Na bitte, unser Abendessen. Das Meer, die Sonne, die Natur. Was braucht man zum Glücklichsein? Adieu, ihr Blaubeertorten. Adieu, kuscheliges Bett. Adieu, bequemer Sessel. In diesen Ferien werden wir wie Robinson Crusoe leben. Weit weg von der modernen Zivilisation und all ihren Problemen. Dieser Rüpel, der mit seinem Auto auf meinen Strand fährt. War es ein Schiff? Aber das vertreibt mir alle meine Fische. Ach, wo ist meine Brille? Tut mir leid, Monsieur Ulrich. Ich sehe zwar nicht viel, aber ich bin nicht taub. Die Sache da riecht mir gewaltig nach Schmuggel. Das sollten wir uns angucken. Was machen die zwei denn hier mitten in der Nacht? Wirst du wohl endlich loslassen, du blödes Vieh? Ich muss dir unbedingt das Schwimmen beibringen. Mach dir nichts draus, mein Katerchen. Auch wenn ich alle Weltmeere überqueren müsste, diesen Piraten finde ich wieder. Zumal ich schon weiß, wie sein Komplize heißt. Ulrich. Nein, Monsieur Ulrich, die Oma hat uns bestimmt nicht erkannt. Nur weil es finster war, stockfinster. Und falls sie uns trotzdem das Leben schwer macht, weiß ich einen Weg, um sie loszuwerden. Ich habe hier einen alten Jetski. Wer mit dem aufs Meer fährt, kommt nicht mehr zurück. Ich rufe sie wieder an, Boss. Hey, Madame, hier regnet es so gut wie nie. Bei uns auf der Insel scheint fast immer die Sonne, deshalb heißt sie auch Belle-Île. Nutzen Sie das doch aus. Wir haben eine etwas unruhige Nacht gehabt wegen eines Schiffes und zwei ziemlich fragwürdigen Subjekten. Einer der beiden heißt Ulrich. Kennen Sie diesen Herrn vielleicht? Ulrich? Nee, sagt mir nichts. Außerdem sind Schiffe nicht mein Ding. Aber wenn Sie eine Fahrt mit einem Jetski machen wollen... Komm schon, na los, sag ja. Ich habe meiner Katze versprochen, den Seemann zu finden, der sie über Bord geworfen hat. Aber dafür brauche ich ein gutes Schiff und keinen Jetski in schlechtem Zustand. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Gut, schade. Wenn Sie sich anders überlegen, kommen Sie zu mir. Nehmen wir unsere Nachforschung wieder auf, Stanislaus. Sie haben recht, Madame. Tonys Kisten sind keinen Cent wert. Aber wenn Sie ein Boot suchen, haben Sie es schon gefunden, Madame. Es ist zwar das kleinste, aber das schönste der Insel. Ja, ich suche eins. Ich suche eine Barkasse für einen kleinen nächtlichen Ausflug. Wäre das was? Haben Sie vielleicht ein Glück? Ich bin der beste Seemann im ganzen Land. Abgemacht, Madame? Abgemacht. Das verstehe ich nicht, Madame. Sie sehen zwei Männer, die in der Nacht Kisten transportieren und sofort meinen Sie, dass das Schmuggler sind? Vorerst ist das nur eine reine Vermutung von mir, aber ich hoffe, Beweise dafür zu finden. Sagen Sie mal, Madame, Sie reden wie ein richtiger Polizist? Domino, du darfst Prudence zu mir sagen. Und was die Polizei betrifft, die braucht mich nicht um... Psst, ich höre Motorengeräusch von da drüben. Ich verstehe das nicht. Normalerweise müsste man seine Lichter sehen. Es ist das Schiff, das ich gestern Nacht gesehen habe. Da? An dem Schiff haben auch keine Lichter gebrannt. Da, ein Schiff direkt vor uns. Es kommt auf euch zu. Schiff heißt Bulldog. Ich kenne den Kapitän der Bulldog. Der war mal Weltmeister im Catchen. Ein unfreundlicher Mann. Jedenfalls haben wir jetzt einen Grund, um unsere Ermittlungen zu führen. Ermittlungen?
Auch wenn ich wieder dasselbe sage, Madame. Sie reden wie ein Polizist. Beeilen Sie sich, Madame. Wenn der Kapitän uns auf seinem Schiff erwischt, dann setzt es was. Ja, ich weiß. Aber ich brauche einen handfesten Beweis. Ich muss wissen, ob es sich um das richtige Schiff handelt. Na also, da ist ja der Beweis. Stanislaus hat während des Gerangels seine Spuren hinterlassen. Wir müssen das Schiff durchsuchen. Stanislaus? Gehört dieses haarige Ding vielleicht Ihnen? Was Sie gerade als haariges Ding bezeichnet haben, nennt man Katze. Hundertprozentig. Und Katzen bringen Unglück auf einem Schiff. Wenn Sie nicht sofort aussteigen, werde ich den Kater über die Reling schmeißen. So wie die Kiste letzte Nacht am Strand, nicht wahr? Was haben Sie eigentlich in diesen Kisten transportiert? Geschieht Ihnen recht, das war für das unfreiwillige Bad gestern Nacht. Und was Ihren kleinen Schwarzhandel angeht, können Sie sicher sein, dass ich ihn aufdecke. Wir sehen uns wieder, das verspreche ich Ihnen. Wenn der glaubt, dass er so einfach davonkommt. Sehen Sie, was ich in seiner Kajüte gefunden habe. Das Palace ist das teuerste Hotel hier. Ich glaube nicht, dass der Kapitän der Bulldog sich ein Zimmer im Palace leisten kann. Vielleicht ist sein Komplize ihr Gast in dem Hotel. Gar nicht mal schlecht kombiniert. Du bist nicht nur ein guter Seemann, du bist auch noch ein guter Detektiv. Also, wo ist das Hotel Palace? Ulrich, die Leute, die unser Traumwochenende im Palace gewonnen haben, sind heute Morgen angekommen. Ich will, dass sie umsorgt werden wie Prinzessinnen. Der Ruf unseres Hotels steht auf dem Spiel. Verstanden, Monsieur Fouinard. Ach ja, noch was. Was sind das für Kisten, die Sie im Keller aufgestapelt haben? Plunder von meinem toten Onkel aus dem Burgenland. Das hier ist kein Möbellager. Und Ihre Tiroler Musik den ganzen Tag lang ist nicht zum Aushalten. Österreichische Musik. Der Bläder. Ja. In diesem Hotel sind Katzen nicht erlaubt. Also Anweisung des Direktors. Aber das ist ja verrückt. Was haben die alle mit meiner Katze? Wir möchten eigentlich nur wissen, ob jemand namens Ulrich in diesem Hotel logiert. Verschwinden Sie. Jedes Hotel hat doch einen Dienstboteneingang, oder nicht? Ah, ja. Tag, Ulrich. Hey, was willst du denn hier? Ich habe eine Besprechung mit Monsieur Fouinard. Ich soll ein paar Hotelgäste rumschippern. Aber jetzt habe ich meine Frage an dich. Vorhin war eine wild gewordene Oma bei mir. Die hat gesagt, ich wäre ein Schmuggler. Was hat sie damit gemeint? Dann warst du derjenige, der der Oma gesagt hat, ich würde im Palast arbeiten. Ganz bestimmt nicht. Ich habe keinem was gesagt. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit meinem Schiff treibt, du und Toni, aber wenn das so weitergeht, leih ich euch die Bulldog nicht mehr. Mit euren krummen Sachen habe ich nichts zu tun. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Du vergisst aber ein bisschen was. Wenn du uns dein Schiff nicht leihst, werden wir allen dein kleines Geheimnis verraten. Toni, ich bin's, Ulrich. Eben ist die Oma hier aufgetaucht. Sie sucht mich. Das ist alles deine Schuld. Wenn du mich am Strand nicht mit Namen angesprochen hättest, wären wir nicht so weit. Sie wird uns Schwierigkeiten machen. Wir müssen sie loswerden. Wir werden durch das Hotel bestimmt nicht gehen können, ohne aufzufallen. Du hast recht, Domino. Aber vielleicht habe ich ja die Lösung. Da? Na los! Monsieur, es ist angerichtet. Na sowas. Das ist Musik aus Tirol. Tirol liegt in Österreich, Domino. Und Ulrich heißt auf Deutsch Ulrich. Das ist bestimmt ein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle, wenn ich Ermittlungen führe. Jede Einzelheit zählt. Irgendwas sagt mir, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Gut, dann folgen wir ihr. Sie hatten recht, Madame. Es gibt keine Zufälle bei Ermittlungen. Herein! Es gehört sich zwar nicht, an Türen zu lauschen, aber... Vorsicht, fassen Sie die bloß nicht an, Sie Unglücksrabe! Die hat mir ein alter Freund aus Afrika geschenkt. Sie sind mit einem hochwirksamen Schlafmittel getränkt. Schon ein kleiner Stich kann einen gefährlichen Löwen in ein fügsames kleines Kätzchen verwandeln. Aber kommen wir zum Geschäft. Sie begeben sich zu Zimmer 36. Dort nehmen Sie sich die drei Personen an, die das Preisausschreiben gewonnen haben. Und dann machen Sie mit den dreien einen kleinen Ausflug an Bord der Bulldog.
Noch Fragen? Keine Fragen, Herr Direktor. Sowas mache ich jeden Tag. Die hacken gerade ein krummes Ding aus. Die Sache mit dem Ausflug ist ein Code. Wir sollten die Gäste in 36 warnen. Kümmern Sie sich gut um diese Herrschaften. Ich will, dass Sie Ihren Aufenthalt in bester Erinnerung bewahren. Je zufriedener Sie sind, desto besser. Denn das wäre für das Palast eine ausgezeichnete Werbung. Hey, Heut! Huh? Was macht sie in deutscher Höllenangestellte verkleidet? Diebeschindel! Ihr werdet uns nicht verraten. Er hat gerade wienerisch gesprochen. Da haben wir unseren Ulrich. Wir sollten nicht hierbleiben, wenn er uns kriegt, ruft er sicher die Polizei und lässt uns wegen Diebstahl verhaften. Hier, das ist für Sie. Stanislaus! Komm, mach dir um ihn keine Sorgen. Der ist unter der Glocke in Sicherheit. Hier kommen wir nicht weiter. Hier könnten wir rein, aber ich weiß nicht, wo wir dann landen. Das ist eine Rutschbahn, die Zimmermädchen dazu benutzen, Schmutzwäsche zu machen. Stehen bleiben! Wir haben keine andere Wahl. Mit Ihnen hat man echt viel Spaß, Madame. Und diese schwindelerregende Abfahrt hat uns an den richtigen Ort gebracht. Sieh mal, was da steht. Aber wir wissen doch nicht, ob das die Kisten sind, die wir suchen. Gestern Nacht ist eine der Kisten ins Wasser gefallen. Das hat mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Bei der hier ist das Holz feucht. Sieh da. Gewonnen. Schmeckt salzig wie Meerwasser. Irgendwie riecht es hier nach wilden Tieren. Fast wie im Zoo. Vielleicht sind es ja Tierhäute aus Übersee. Monsieur Fouinard hat doch einen Freund in Afrika. Natürlich. Wir müssen die Leute von Zimmer 36 dazu überreden, den Ausflug nicht zu machen. Mit diesem Ausflug stimmt ganz sicher irgendwas nicht. Hallo, hallo, Monsieur, haben Sie das Preisausschreiben gewonnen? Nein, ich bin der Kapitän der Bulldog. Warum? Einfach aufgelegt. Gut, gehen wir, meine Damen. Herr Kapitän, das ist das erste Mal, dass wir ein Preisausschreiben gewinnen. Normalerweise gewinnt bei uns immer eine kratzbürstige alte Jungfer. Aber die war diesmal in Ferien gefahren. Ein Traumwochenende im Palast, was für ein Glück! Stanislaus! Oh, das will ich genau wissen. Bewahren Sie bitte Ruhe. Es ist kein Feuer ausgebrochen. Es geht nur um eine Katze, die in das Hotel eingedrungen ist. Wir haben das Tier schon lokalisiert. Schnell, lauf zum Hafen. Geh an Bord der Bulldog und versuch den Käpt'n daran zu hindern, auszulaufen. Ich hole mir Stanislaus und komm dann nach. Ich bin schon unterwegs. Domino? Ja? Bitte pass auf dich auf. Na klar. Ciao. Bis gleich. Beruhigen Sie sich, ich sehe Sie. Sie sitzt auf dem Sims. Nehmen Sie sie bloß schnell mit auf Ihr Boot. Ich will keinen Skandal. Wenn diese Katze bei unserer Rückkehr noch hier ist. Werden wir ein paar Reporter anrufen und das ist dann eine sehr schlichte Werbung für Sie. Meine Damen. Ich werde mir mein Blasrohr und meine Pfeile holen, für den Fall, dass mir diese Katze Probleme macht. Ulrich, wo waren Sie denn? Draußen auf dem Sims geht eine riesengroße Katze spazieren. Die müssen Sie einfangen. Und dann wechseln Sie um Himmels Willen diese Kassette mit der Tiroler Musik aus. Ach kurz, die werde ich kriegen, verlust die drauf. Mietz, Mietz. Was ist ein Alterchen? Und ein Bab. Das Alterchen heißt Stanislaus, ihr ungehobelter Klotz. Und Sie? Sie heißen Ulrich, oder nicht? Verflixt noch mal, Ulrich. Rücken Sie zur Seite. So kann ich nicht zielen. Ulrich, hab ich doch recht gehabt? Du schiere Schachtel! Sie kriegen Ihren Lohn schon noch, Monsieur Ulrich. Aber erstmal geht's Richtung Hafen. Komm, Stanislaus, schnell. Zu spät. Domino ist dem Kapitän in die Falle gegangen. Ich muss ihn da rausholen. Brauchen Sie Hilfe? Leihen Sie mir Ihren Jetski. Nein, den brauche ich selbst. Aber den dort könnten Sie haben. Das ist ja ein richtiges Museumsstück. Funktioniert der denn überhaupt noch? Ich habe ihn erst heute Morgen überholen lassen. Sie können mir vertrauen. Na gut, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Halt dich gut fest, Stanislaus. Und ab geht die Post. Juhu! Hallo, Monsieur Ulrich. Ich glaube, die Oma sind wir los. Und diese blöde Katze liegt auf dem Meeresgrund und macht gerade Haia Haia bei den Fischen. Kapitän, der Direktor hat uns erzählt, dass Sie mal Weltmeister im Catchen waren. Darf ich von Ihnen ein Foto machen? Ein echter Weltmeister. In Moucheron werden Sie gelb verneint. Wenn ich bedenke, was wir alles geboten bekommen und dazu noch... Ranschis! Sind wir da, meine Damen?
Sieht aus, als ob wir schlechtes Wetter kriegen. Der Wind dreht sich. Hier sind sie am schönsten Ort der Welt. Die Bucht der Tölpel. Die Bucht der Tölpel? Der Tölpel ist ein Vogel, der ein bisschen wie eine Taube aussieht. Die Tölpel nisten hinter dem großen Felsen da hinten. Darauf sollten sie einen kleinen Blick werfen. Und das alles gratis! Hier ist Toni. Kapitän, du musst sofort zum Hafen zurückkommen. Wir brauchen dein Schiff nochmal. Nein, Toni, ich hab's mir überlegt. Ich leihe euch mein Schiff nicht mehr. Ich will nicht, dass ihr die Bulldog für euren Schwarzhandel hernehmt. Wenn du dich weigerst, wird alle Welt von deinem Geheimnis erfahren. Oh nein, das kannst du doch nicht machen. Ich flehe dich an, mach das nicht. Tanz einfach mit deinem Schiff an. Okay, hol ich die Damen eben später ab. Gut, Toni, ich komme. Kapitän, habe ich das richtig verstanden? Der Schwarzhändler ist Toni. Was machst du hier an Bord? Ich bin Ihnen gefolgt, weil ich geglaubt habe, Sie wären auch ein Schmuggler. Ich ein Schmuggler? Der Kapitän ist Fischer. Und wenn es keine Fische gibt, schippert der Kapitän Gäste von Monsieur Feuillard durch die Gegend. Ich und ein Schmuggler. Was denn noch alles? Und Sie leihen Toni Ihr Schiff, weil Sie nicht wollen, dass er allen Ihr Geheimnis verrät. Kapitän, was ist denn Ihr Geheimnis? Ein Geheimnis ist ein Geheimnis. Kein Sprit mehr. Da sind wir aber böse reingefallen, Stanislaus. Stanislaus? Na sowas. Sieh mal da, das haarige Ding sieht nicht so aus, als wäre es gut in Form. Ja. Armer Stanislaus, was ist denn mit dir passiert? Und wo ist Madame? Als Segel. Sie ist einfach unglaublich. Stanislaus. Domino, ich habe schon gedacht, wir sehen uns nie wieder. Was haben Sie auf Tonis Jetski gemacht? Er hat ihn mir geliehen, um dich zu suchen. Tonis Ulrichs Komplize, da haben Sie Glück gehabt. Er zwingt den Kapitän, ihm die Bulldog zu leihen, indem er ihm droht, sein Geheimnis zu verraten. Das ist Erpressung. Und die Gäste von Zimmer 36? Die machen gerade einen hübschen Ausflug in der Tölpelbucht. Der Kapitän und der Direktor gehören nicht zu der Bande. Da haben wir uns total getäuscht, Madame. Oh, er hat bestimmt wieder Kisten an Bord. Ulrich wird am Strand warten und dann wird er die Kisten im Palast lagern. Nichts wie hin. Stanislaus? Stanislaus, wir haben keine Zeit. Na egal. Bereiten wir unseren Hinterhalt vor. Ach, wieso sind diese drei Fräulein Béchamel noch immer nicht zurück? Schon wieder die. Die dürfen meine Kundin hier nicht sehen. Ach, Mist, vorbei. Ich krieg dich schon. Ich werde das Schloss aufmachen. Dann werden wir endlich wissen, was in den Kisten drin ist. Und die Ketten können wir dann brauchen, um die beiden Schurken zu fesseln. Und schon haben wir einen Dietrich. Los, mal sehen. Das Vorhängeschloss war mit einer Sprengladung versehen. Wir müssen hier raus, damit wir wieder Luft kriegen. Und du kommst zum Ausladen mit mir zum Hotel. Und das Schiff? Lassen wir das hier? Wir haben wegen der Wettervorhersage sowieso schon so viel Zeit verloren. Morgen sehen wir weiter. Ist da jemand? Huhu, Kapitän! Das gehört ja vielleicht zu unserem Ausflugsprogramm dazu. Wir könnten die Tölpel doch noch beim Schlafen fotografieren, oder? Halt die Klappe, halt die Klappe! Was machen wir, wenn wir dem Direktor über den Weg laufen? Keine Bange. Um diese Zeit ist der Trottel schon im Bett. Ulrich, was treiben Sie denn in diesem Aufzug? Und was soll diese Kistenrumschlepperei? Wieso? Nichts. Das ist bloß die Weihnachtsdekoration. Bloß die Weihnachtsdekoration? Aber wir haben Mitte August. Sie halten mich wohl für einen Trottel. Da sind doch hoffentlich keine Kassetten mit Tiroler Musik drin. Ulrich, öffnen Sie diese Kiste. Auf der Stelle. Monsieur Fouinard. Ulrich und sein Komplize Toni sind Schmuggler. Sie haben den Keller des Hotels dazu benutzt, um ihre Waren zu lagern. Aber was für Waren? Kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir werden es gleich wissen. Oh, das ist ja noch viel schlimmer als Tiere.
heute? Elefantenstoßzähne. Elfenbeinschmuggel, ein skandalöser Schwarzhandel, der das Leben der Elefanten opfert, um Schmuckstücke herzustellen, die man dann für ein Vermögen verkaufen kann. Das Gesetz ist bei Gräueln dieser Art unerbittlich. Im Gefängnis mit dem Elefanten. Wer nicht hören will, muss fühlen. Madame, gehen Sie zur Seite, damit ich zielen kann. Stanislaus, Monsieur Foulard ist auf unserer Seite. Ja, getroffen. Das wird ihn für ein Weilchen ruhig stellen. Ulrich, lass die Dame in Ruhe. Wo ist mein Schiff? Mist, er ist K.O. Aber Kapitän, was machen Sie denn hier? Und wo sind meine Kundinnen? Deswegen bin ich ja überhaupt gekommen. Tony hat mich gezwungen, ihm die Bulldog zu leihen. Aber er hat sie nicht zurückgebracht. Mit anderen Worten, die Damen sind immer noch in der Tölpelbucht. Aber das ist eine Katastrophe. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Hey, Herr Kapitän, jetzt können Sie mir Ihr Geheimnis doch sagen. Ich schwöre, ich werde es nicht weitererzählen. Na gut. Ich bin niemals Weltmeister im Catchen gewesen. Aber ich bin immerhin bis ins Halbfinale gekommen. Hey, Herr Kapitän! Immerhin ist Ulrich wegen Ihnen K.O. gegangen. Herr Kapitän! Sie wollen doch die Schwestern Béchamel nicht die ganze Nacht über in der Bucht lassen. Wie bitte? Die Schwestern Béchamel haben das Preisausschreiben gewonnen? Wir sind uns also einig. Keiner im Buffon wird jemals ein Wort von dieser Geschichte zu hören bekommen. Wenn jemand erfahren würde, was uns passiert ist, würden wir uns zum Gespött des ganzen Dorfes machen. Also, Klappe halten. Es ist nett von Monsieur Foulard, dass er uns zum Dank in sein Hotel eingeladen hat. Aber ich verstehe nicht, warum Sie nichts essen, Madame. Schmeckt sie nicht? Als ich auf dieser Insel ankam, hatte ich mir vorgenommen, wie Robinson Crusoe zu leben. Und was man sich vornimmt, muss man einhalten. Andererseits, ich mache hier schließlich Ferien. Sagen Sie, Madame, dürfte ich meine Ferien vielleicht mal in Ihrem Dorf verbringen? Natürlich darfst du das. Aber nur unter einer Bedingung. Nenn mich nicht immer nur Madame. Ach, das ist leicht, Madame. Domino. Tut mir leid, Madame Prudence. Abgemacht. Thank you.